Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Daisy, Livonia. 2 zu 2. Alter, ich bin das alleine steht schon so drin. Ja, das wollte ich gar nicht. Wir waren da hinten mal so ein bisschen hin und her gegangen. Darum ist es ist jetzt schon dunkel. Wir haben so lange gequasselt hier gerade, das ist unglaublich. Das ist so die Hälfte, die waren aber alle verdorben. Das erkennt man natürlich auf dem Boden. Wir haben einfach nur FFFFF oder halt aufgesammelt ganz schnell. Und die sind hier alle gut. An einem kleinen Fleck. Und ich habe hier auch nochmal 4. An einem an sich kleinen Fleck hier vorne. Warte mal. Nee, wie war das? Da. So gesehen, hier diesen kleinen Weg. Also unglaublich viele Pilze. Unglaublich krass. Hier sind schon wieder ein paar, ja. Schon wieder 3, 4, 5 Stück. Kann man das sehen, wenn man. Doch, man kann das so sehen, ob die verdorben sind oder nicht. Demoliert, ja. Krass, nehme ich wieder mit. Alter, hier ist echt alles voll. Was ist denn das für ein kranker Weg hier? Hier noch geil. Einer. Jetzt lass mal losfahren. Ich habe ein Pilzfahrrad für dieses und nächstes Jahr gesichert. Ja. Keine Sorge, Leute, ich fahre nicht mit diesem scheiß Nachtsichtgerät. Stimmt, kann ich nicht mehr ausmachen jetzt. Fuck. Obwohl es eigentlich ganz. Ich muss ja was sehen. Doch, ey. Kannst. Nee, stimmt, das geht auch nicht mehr. Das ist halt dumm, ist das. Ja, das ist wirklich. Musst du Licht anmachen, ey? Das, ich sehe dir nicht mehr. Ach so, das ist jetzt für dich extrem hell, oder? Ja, aber es geht. Dann siehst du mich wenigstens. Ja, das stimmt. Kann ich mir gefallen. Wie so ein radioaktives Stäbchen leuchtest du. Licht, oder? Licht, ja. Nein, Licht, oder? Ja. Ich sehe dich gar nicht. Das ist natürlich auch ein bisschen eklig. So. Jetzt. Oh, bist du weit weg. Hoppla. Ja, ja, ich bin jetzt schnell unterwegs mit 34. Nee, weil wenn ich dich gar nicht sehe, dann fahre ich und irgendwann bin ich weg. Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die schmecken, die Teile. Ja, das. Nee, also gut, ich hab Frikandeln. Was soll ich da zum Brutzeln nehmen? Einfach nur irgendein Ölzeug? Also kein Sonnenblumenöl, auf gar keinen Fall. Okay. Entweder tatsächlich richtig, also am allerbesten wäre natürlich wirklich Frittierfett, was aber zu teuer ist, finde ich. So ein Block. Ja. Habe ich nämlich damals für die Fritteuse auch immer genommen. Na gut, seitdem wir keine mehr haben, frittieren wir gar nicht mehr, BTF. Wir machen alles im Backofen. Du kannst da drauf gucken, wenn es im Backofen auch geht. Ne, irgendwer hat mir gesagt, die sollte man aber dann wirklich frittieren, weil die sonst matschig werden innen drin. Die werden auch nicht knusprig. Die Frikandeln sollte man auch eigentlich frittieren, aber ja. Ja, wenn, will ich sie wenigstens einmal richtig haben. Das muss ich mal ausprobieren. Ja, aber was ansonsten noch? Da gab es noch irgendwas Flüssiges auch nicht. Ja, ich überlege gerade. Es gibt ja auch Frittieröl. Ja, genau. Oh, ja, das hatten wir doch, glaube ich, letztes Mal, wo wir doch zur Weihnachtszeit da die Schmalzkuchen gemacht haben. Glaube ich, geholt. Bei euch. Wenn ich mich nicht irre. Wenn nicht, muss ich Dings mal fragen. Das weiß ich gerade gar nicht. Da hat man, glaube ich, irgendwas Flüssiges geholt. Alter, ich sehe dein Lämpchen gar nicht, oder bist du gerade so weit weg? Ja, ich bin ziemlich weit weg, ich sehe dein Lämpchen. Ach da, jetzt kommt's. Ich bin gerade über den Berg jetzt gefahren. Ja. Jetzt bin ich wieder gleich weg. Ja, ich muss langsam werden jetzt. Ich bin schon bei 40, weil. Ja, nee, alles gut. Ich lass mich fast die ganze Zeit nur aus. Ja, doch, ich lass mich eigentlich gerade nur ausrollen. Und ich gebe Vollgas. Yeah. Oh, jetzt bin ich hier in dem Dorf. Wo eine Bombe runterkommen kann. Bombe. Oh, ich bin bei 44, er kommt nicht. Geil, jetzt kommt er. Ja, wie gesagt, du kannst auch dann ohnmächtig werden. Ja. Das ist halt dumm, ist das. Ja, das ist wirklich. Da kommt er. Alter, mit dem Auto kannst du über 100 fahren, weißt du, aber bei LKW ist vorbei ab 40. Da gehst du steil, Alter. Also, ich habe so 60 bis 80 für einen LKW wäre schon okay. Ich meine, aber wenn man es wieder so denkt, für eine rollende Base ist 40 schon viel. Ja, das stimmt. Hier sind gar keine Zombies. So, einer hatte in die Kommentare geschrieben, dass nachts keine Zombies gibt. Ich meine, das wäre richtig nice. Er meinte, seit irgendeinem Update, oder weniger auf jeden Fall, dass viel weniger Zombies draußen rumlaufen. Ich kann da vielleicht rein. Ja gut, guck mal, wir sind ja jetzt erst hierher gekommen. Vielleicht sind die.
Der ist genau vor mir gespawnt und gestorben. Wow. Die sind jetzt erst gespawnt, die Viecher. Ja, okay, weil das habe ich zu ihm auch gesagt. Wir haben geschrieben, wir haben teilweise so eine Bugs, dass die wirklich extrem spät erst spawnen. Ja, habe ich zu ihm geschrieben. Ja. Ey, ich glaube, wir müssen nochmal zurückfahren. Scheiße. Wir haben die Einfahrt. Ja, scheiße. Oh! Nicht am Arsch gesagt. Jugendfreundlich. Kinderfreundlich. Am Arsch, oh, ey. Am Arsch. Am Arsch, ey. Oh, ich habe hier von uns beiden hier die Arma 3 Fail-Videos, sag ich mal, angeguckt, ne? Ich hänge. Ich hänge angeblich an irgendwas, aber hier ist nichts. Oh nein, das hast du. Ich hoffe, du hast keinen Ast oder so unter deinem Auto. Jetzt komme ich. Oh, er ploppt rum. Vielleicht war da wirklich ein Ast. Ach, das ist ein Stumpf! Den hab ich gar nicht gesehen, der war schon so nah an mir dran. Mach, mach nicht so. Hä? Erster Gang, los? WTF? Schon im vierten, Alter, machen wir hin hier. Ja, komm, 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 los, fang mich. Im ersten Gang bin ich bei 42. Bitte. Die nächste Folge, so gesehen, also wenn wir unten sind, vielleicht auch noch in dieser Folge, ich weiß nicht, würde ich gerne eine Neustadt machen, damit das da unten hell ist. Weil wenn wir, dieses Tier 5-4 machen, also dieses Extreme da, würde ich schon gerne auch wirklich alles sehen, nicht, dass wir irgendwas übersehen. Das wäre schon ganz gut. Wölfe links. Oh, ja. Okay, hast du auch gehört. Ah, Chernarus gibt's Bären. Ja, doch. Ja. Der war doch im Video, hat doch Dings gesagt. Aber halt bei der einen Stelle wahrscheinlich bis jetzt nur. Ich weiß nicht. Ich glaube, 3. Ich habe einen gehört, Gott sei Dank nicht gesehen, wo ich hier meine Wanderung da, meine Wanderweg gegangen bin. Ja. Aber er so, ja. Ich hatte ehrlich. Moin, ich bin nur wieder ab, der ist mir super pervers. Hat schon wieder Hose donnert, ey, der Bengel. Hat schon wieder in der Innen geschissen, ey. Jetzt will ich den doch wieder nicht angreifen, Mensch. Meine Rolle wird im Spiel einfach nicht gerecht, dass ich die Leute killen soll. Alter Schwede. Ich kann doch keinen angreifen, der Innen geschissen hat. Sag mal, fährst du gerade über 40? Ja. Ey, pass ein bisschen auf, ey. Wenn du ohnmächtig wirst, dann ballerst du damit gegen Baum, ne? Ja. Wir brauchen das Ding. Das ist das Einzige. Ja, wirklich. Das ist ja wirklich das Einzige, was wir haben. Ja. Ja, aber ich passe halt auf, dass das rote Lämpchen nicht angeht. Ja, ist richtig. Also, das geht immer erst ab 44,5 ungefähr los. Ja. Mit dem Blinken. Ich meine, ich sag mal so. Nee, du kannst nicht mehr bremsen. Nee, stimmt. Ich wollte gerade sagen, ich sag mal so, du kannst doch noch bremsen dann. Aber nee, das geht ja auch nicht. Nee, dann schepperst du einfach den Baum. Ja, das wäre so assi wieder. Und dann sterbe ich wieder direkt. Bei 40 glaube ich noch nicht. Ich bin ja mal gegen Schild gefahren mit ungefähr halt auch so 40, 45. Ja, wie schnell war ich damals im Dorf, wo ich genippelt bin? Wo ich doch im Dorf eigentlich nur um die Kurve fahren wollte und dann gegen Teil gefahren bin, da bin ich auch. Nee, da ist das Auto, glaube ich, nur kaputt gegangen. Hier ist ein Bär. Ich sehe ihn jetzt natürlich nicht. Rechts, guck mal rechts. Müsste ja, irgendwo ein Bär sein. Ich fahre extra ein bisschen langsamer. Ja, vielleicht ist er auch weggelaufen jetzt. Ich weiß es nicht, wie die reagieren bei Fahrzeugen. Ganz zoom. Bam, 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 bam. Bär! Bär Grills! Nee. War ein Grashalm, der sich bewegt hat. Wow. Sah aus wie ein Fuß davon. Naja, gut. Ja, entweder habe ich mich da verhört oder ist schon weggelaufen. Ah, kannst du es haben. Wie gesagt, wir wissen ja nicht, wie das ist bei den Autos denn. Ja. Es fehlt halt nur eine Hupe. Also angeblich soll man die. Hä? Nicht für dich? Nicht für dich. Für dich darf es keine Hupe geben. Alter, ey. Aber ich würde es halt feiern wegen Zombies anlocken. Ja, oh ja, oh ja. Genauso wie den scheiß Wecker, Alter. Ich will den nochmal finden. Ich will das nochmal ausprobieren. Ja. Warte mal, bei Livonia habe ich ihn, glaube ich, gefunden nochmal. Sind wir doch. Ja, deswegen meine ich ja. Also, ja, hier habe ich den irgendwo gefunden, ja. Müssen wir die Base mal durchforsten, nochmal. Ich bin so aufgeregt, das eine Mal. Ja. Und ich wollte heute schieße auch wirklich noch drauf. Das fand ich so zu kotzen, Alter.
Ja, aber wir warten und warten und warten, da passiert nichts. Ja, das obwohl wir nur ganz kurz. Nee, du hast ganz schön lange gedreht. Du hast fast, glaube ich, bis zum Ende gemacht. Sicher? Ich glaube ja. Oder hatte ich nicht sogar gedreht? Nee, du hattest gedreht, ja. Ja, ich ja. Ja, das war auf jeden Fall eine Weile. Das war bis kurz zum Ende. Wenn nicht hier sind komplett. Hier sind wir an der Tankstelle. Hier haben wir die Jagd das erste Mal nach dem Bären gemacht und nicht gefunden. Nach 6 Stunden. Das waren 6 Stunden, ne? Echt? Ach du Scheiße. Ja. Einmal eine 3-Stunden-Folge. Und dann ganz viele kleine. Und dann habe ich alleine nochmal 2 Stunden gemacht. Das war hier. Jetzt muss ich mal ganz kurz auf der Karte gucken, wo wir jetzt hier überhaupt sind. Tankstelle. Passt ja eigentlich gerade. Oh! Ja, hier kann auch eine Bombe runterkommen. Egal, ich bin heute risky. Achso, willst du voll befüllen? Ja. Ich fahre mein Auto wegs aus der Zone raus, vorsichtshalber, ne? Ja, ich hab ein Dach über den Kopf gleich. Aber warum geht das Licht vom Auto aus? Also von meinem Auto Real Life, wenn ich ihn ausmache, geht das Licht nicht aus, wenn ich auf anhab. Nee, ja, dann geht er nicht aus. Es meckert ja mal rum, dass es ausmachen muss, ja. Ja, dann macht er immer Ding, Ding. Echt? Hey, du Arscher, Ding, Ding. So, wo war jetzt hier der Tank? Auf der anderen Seite, oder? Ja. Ey, mit Nachtsichtvisier bist du bei PvP, glaube ich, der Gott. Ja, definitiv. Du kannst so... Ja, er hat genippt. Oh. Alter, steht betanken, Alter. Oh, jetzt habe ich... Oh! Ich habe was Neues gefunden, den Fleischklopfer. Oh, in der Tankstelle, Junge. Also ob du jemals, geh mal in Real bitte bei dir da bei der Shell hin und sag, ich brauche mehr Fleischklöppe. Wir haben doch nicht. Haben sie für die Schnitzelbrötchen, haben sie hinten, Ecke. Das kann, ja gut, das kann sogar. Nee, die haben doch bestimmt nur Tiefkühlzeug für alles, denke ich mal. Ja gut, stimmt auch wieder. Ach, was ich mal wieder Bock hätte, so richtig geile, Schnittles. Ah, ja, diese mit Käse gefüllt und Dings. Cordon bleu. So ein paar teure, so oder von Fleisch aus. Oh. Hab ich vor, selber zu machen, weil es ist super leicht, nachdem ich das gesehen habe. Du musst dir natürlich ein Fleischstück kaufen, ja. Dickere Scheibe abschneiden, dann ein bisschen, also wirklich nur ein bisschen vorbraten. Panieren und alles, ne? Ah, nee, das kommt danach. Da packst du da Käse rein. Da kannst du sogar selber mehr Käse reinpacken, so viel wie du willst. Packst dann auch Schinken rein und Speck von mir aus. Dann klopfst du das so ein bisschen zusammen auf der Seite, wo du aufgemacht hast. Machst du auf wie so eine Tasche auf. Dann panierst du das und dann frittierst du das. Ja, genau. Und dann hast du so eigentlich so noch was Geileres wie dieses selbst fertig gekaufte Mist. Ich kann nicht tanken hier, ja. Die Dinger sind alle kaputt. Alter, seit wann gibt's das? Oh, das haben die doch nicht ernsthaft rausgenommen. Oh, aber die sehen auch kaputt aus. Ja, das auch, aber eigentlich müsste es ja überall so aussehen. Ja, weiß ich. Also so sahen die Zapfsäulen aber nicht aus damals. Die sahen heiler aus, aber ja. Alter, wie. Ja gut, das ist krass. Jetzt wird das auch schon weniger. Jetzt gibt es nur noch manche, oder was? Darum wird er wahrscheinlich auch auf meiner Karte nicht angezeigt, weil das eine defekte ist. Oh, okay. Ich hab da mir nichts bei gedacht. Ja. Okay, das ist krank. Das musste ich sein. Boah, nächstes Mal gehen die Tanks auch schneller, ja. Oh. Wie damals bei dem einen Auto bei mir. Okay. Was denn? Ja, hier liegt ein Baum auf der Straße. So. Hast du dich gesehen? Ich hab die ganze Zeit links geguckt, weil da so ein kaputter LKW stand. In der Ruine. Wow. Ja, sag mal so, also wenn du diese Fleischdinger da machst, kannst du mal Feedback geben. Ich denke mal, die schmecken geil. Ja, oder wir müssen das halt so machen, dass ich dann vielleicht zu euch komme und die dann da mache. Und ja, Frikandel. Ich mach Frikandel und du machst die. Ja, genau. Sonntag. Stimmt. Ah, nee, hast du die schon? Nee. Ach so, nee, stimmt, die kriege ich erst nächsten Dienstag. Ja. Ja, stimmt. Mal gucken.
vielleicht irgendwie nächste Woche oder denn. Nur Freitagabend bin ich halt weg, da bin ich halt woanders. Ja, nee, Freitag geht auch nicht. Da bin ich tatsächlich auch weg. Samstag? Ich hoffe nicht. Da müssen wir nochmal reden auf jeden Fall. Ja, da war das ja erst geplant bei mir, aber dann hat sich das erinnert von zu Freitag. So, jetzt fahren wir langsam in die Stadt rein. Jetzt muss ich hier mal kurz stehen bleiben und gucken. Neues Fahrzeug haben hier. Ich will endlich einen Trabi haben. Ja. Obwohl, nee. Ja, schon eigentlich, ja. So, 11.4. Bei 11.4 beginnt das. Das heißt, wir müssen ein bisschen früher auf jeden Fall anhalten. Aber ich glaube sogar schon fast, dass wir hier unten auch noch nie waren. Auch das mit dem Baum kannte ich auf der Straße. Ja, das ja. Da haben wir nach den ganzen Viechern gesucht. Ich weiß nicht, ob wir hier ganz unten waren. Das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, dann würde ich gleich erstmal kurz einen Neustart machen für den Server. Und das würde ich gerne tagsüber sehen. Oh mein Gott! Sind hier viele Zombies. Ja. Schön. Aber wir fahren weiter, Gott sei Dank. 11.4. Bisschen schneller, dass wir die abhängen, dass wir uns da vernünftig auslocken können. Okay, hier. Oh, stopp! Nee, 11.4. Wir sind bei 11.0. Oh mein Gott. Kommen wir hier nicht durch? Ja, okay, hier kommst du, glaube ich, gar nicht durch. Laufstadt Gleitgel. Warte mal. Hier ist ein Wanderweg, der wurde aber nicht gekennzeichnet. Hier ist ein schwarzer Wanderweg. Es gibt hier noch einen Wanderweg, den ich gehen muss. Oh. Der ist nicht auf der Karte. Das Handy hab ich gerade voll erschrocken, ey. Hä? Doch, das ist der rote. Das ist ein Licht, das man, sonst sehe ich nichts. Der ist knalle schwarz. Vielleicht durch Goldnick. Die Dunkelheit? Das ist aber auf jeden Fall der da, wo ich schon lang gegangen bin. Ja, dann kann er doch nicht so schwarz sein. Alter. Wer schreie? An Elch. Das habe ich jetzt gerade nicht gehört. In die Richtung. Da schon wieder. Guck du mal bitte. Für mich ist der knalle schwarz. Der Strich. Ich habe gar keine Dingslampe. Warte, ich muss jetzt mal ein Dings ausmachen. Oh Gott. Ranzoom. Der ist rot. Oder? Nee, der ist schwarz. Der ist knalle schwarz, ne? Ja, doch, der ist schwarz. Ha. Jetzt, wo ich deine Lampe drauf geguckt habe, habe ich das richtig gesehen. Habe ich eigentlich irgendwas an meiner Dings? Nee. Was ist denn der bei mir so schwarz? Also schreibt es in die Kommentare, für wen ist das jetzt? Also nein, nee, da brauchst du nichts in die Kommentare schon, das sehe ich. Jetzt haben sie einfach die Farbe hier irgendwie vergessen an dem Schild. Dolnik. Das ja, ist aber ja Dolnik. Wo ich hier lang gegangen bin, habe ich das nicht gesehen. Gut, ja, dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, aber nämlich gibt dann oben, schreibt in die Kommentare, wie euch diese Fahrt gefallen hat hier runter. Tschüss. Tschüss.